Hallo Leute und willkommen zurück zu Grow, wo wir zwei Aufgaben haben. Einmal mit dem Immerling-Häuptling reden und hier oben den Dings reinlegen, dass das neue Lied-Kernchen-Teil-Kugel-Bums. Ihr wisst schon, wir gehen auf jeden Fall rein. Erinnerungen des Immerbaums durchströmen dich, das Lied der Uralten, das in meinem Herzen blüht. Er schuf Leben jenseits meiner Welt und in der Leere. Der leere Himmel dieser Welten erstrahlte mit Leben. Und große Ozeane und Wälder breiteten sich auf ihren Oberflächen aus. Neue Völker der Jünglinge brachen in die Tiefen des Kosmos auf und besiedelten neue Welten. Die Harmonie, die über die Jahrhunderte entstand, füllte mein Herz mit Freude. Zugleich faszinierten mich die Jünglinge, die lebhaften Kulturen. Also sang ich zu ihnen, wie es die Uralten einst zu mir taten. Aber sie eilten umher, abgeschieden vom Lied. Unfähig, das Leben um sie herum zu spüren. Nur ein Volk hörte meine Stimme in seinem Herzen. Sie nannten sich selbst die Ehren. Ich hatte Hoffnung, als sie mir zuhörten. Okay. Dort oben ist das nächste. Erzeuge Stadtharmonie. Achso, das haben wir ja schon. Das haben wir auch gemacht. Sing dem Harmoniestein in den Wiesenquartieren etwas vor. Okay. Können wir machen. Ich würde aber, weil es schon so spät ist, würde ich, glaube ich, vielleicht erst zu den Immerlingen fahren. Fliegen, gehen, wie auch immer. Aber anscheinend werden wir sowieso erst hierhin geportet. Die Stadt ist harmonischer denn je, Lerning. Geh zum Startplatz, wenn du bereit bist, das Lied zu singen. Bleibt mir persönlich glatt die Luft weg. Huch. Kurz die Maus verrissen. Die Immerlinggasse. Oh, guck mal, hier sind Kisten, die wir irgendwie nie geöffnet haben. Warum auch immer. Huch, wir stecken. Vielleicht hat die auch jetzt erst einen Immerling für uns hingestellt. Und Kravums. Dachte, ich kann einen coolen Effekt machen, indem ich reinspringe und E drücke. Hat aber nicht funktioniert. Wahrsagling, ich wusste, du würdest wiederkommen. Weißt du, woher ich das wusste? Ich bin Wahrsagling, der Hellseher. Und in die Zukunft zu schauen, ist mein Ding. Liedfragment. Das Liedfragment vom Immerbaum. Mysteriöse Gegenstände, die im Herzen des Immerbaums gebildet wurden, als die ersten Noten des Liedes angestimmt wurden. Man kann den Nachhall der Stimmen der Alten immer noch im Stein hören, weißt du? Sie verschwanden einer nach dem anderen an dem Tag, an dem das Lied zerbrach. Doch jetzt sind sie zurück. Oder vielleicht waren sie schon immer zurück und wir sind jetzt erst bereit, sie zu finden. Wie dem auch sei, wir müssen sie wieder zusammensetzen. Damit der Baum wieder gesund wird, muss sein Herz wiederhergestellt werden. Obwohl ich selbstverständlich weiß, was du sagen willst. Achso. Okay. Wir werden uns wiedersehen. Das ist gut. Immer Münze. Wie kriege ich denn die?
Hilfsbereit Emmeling. Wow, du bist mir tatsächlich durch das Portal gefolgt. Wenn man Magien bekommt, warum? Hä? Das ist der von ganz am Anfang. Erzählt mir mal, wie ich hier bei euch was kaufen kann mit den Münzen. Naja, ich gehe mal zum Häuptling. Da werde ich ja hoffentlich ein bisschen aufgeklärt. Ob ich hier die Tiere eigentlich auch adoptieren kann? Warte mal, wo war denn der Häuptling? Der ist hier, ne? Ja. Da leuchtet er auch schon. Ah, Baumpfleger. Der immer Baum hat dieses Treffen vorhergesagt. Aber er hat natürlich mit den Details geknausert. Also, was bringt dich hierher? Oh, ein uralter Text, sagst du? Lass mich einen Blick drauf werfen. Haben wir das mitgenommen? Anscheinend schon. Oho, wenn das nicht interessant ist. Ich wusste nicht, dass solche Artefakte noch in der Welt zu finden sind. In Anbetracht der von der Dürre verursachten Zerstörung. Nun, ich bin beeindruckt, dass irgendetwas sie überstanden hat. Das ist ein faszinierender Fund, aber ich befürchte, dass er sogar meine grenzenlose Erfahrung übersteigt. Mal sehen, dieser Text ist alt. Sehr alt. Das kann ich dir sagen. Er ist sogar älter, als ich es bin, und ich bin der Älteste der Immerlinge. Also ist er ganz schön alt. Und das ist die Sprache der Uralten. Jene, die vor allem anderen existierten. Oh, da musste ich gehen, Leute, aber wir haben auch kurz vor Mitternacht. Ich kann diese Worte nicht lesen, aber ich verstehe ihre Absicht. Nur durch das Halten des Textes spüre ich seine Wärme, seine Zärtlichkeit. Aber das ist auch die einzige Erkenntnis, die ich dir geben kann. Vielleicht werden wir eines Tages das nötige Wissen besitzen, um diesen Text zu übersetzen. Die Worte der Uralten lesen zu können, wäre mehr als nur wundervoll. Es tut mir leid, dass ich keine große Hilfe sein konnte. Manu! Okay. Er hat jetzt aber kein anderer für uns eine Quest, ne? Wie kriege ich denn diese Münzen? Diese Immermünzen. Na gut, vielleicht kommt das noch und wird mir auch noch gezeigt. Ich habe jetzt bloß fasziniert von diesen riesigen Steindingern dort im Hintergrund. Vielleicht bin ich quasi noch zu früh hier. Hier kann ich aber nichts... Nee, hier kann ich nichts kaputt machen. Schade. Hier hätte ich einfach die ganzen Bäume abgemäht. Das wäre mir egal gewesen. Nein, nicht alle. Aber ein paar hätte ich schon weggemacht, muss ich sagen. Ich habe mich auch gar nicht nach Kisten umgeguckt und sowas. Ne? Generell habe ich mich hier wahrscheinlich gar nicht richtig umgeschaut. Hast du Lust auf einen Tausch? Ja, lass uns tauschen. Was denn? Ich kann dir 5 Immermünze geben. Okay. Okay, ich kann also... Immermünze. Kann ich das ernten? Nee. Ich kann also mit denen tauschen. Heißt das, ich kann mit denen, die oben sind, auch tauschen? Raupe, ergiebig. Ja. Okay, wenn ich mit dem... Achso, das Portal. Wenn ich mit dem hier hinten... Ah, ich kann nicht mit dem hier hinten rumreden. Oder kann ich hier in der Seite reingehen? Wenn ich jetzt das haben will... Nee, ich kann nicht einfach kaufen drücken. Ah... Ist halt die nächste Frage. Hallo, Immerkind.
Okay. Ob ich mit jedem handeln kann, ist die nächste Frage eigentlich. Aber ich bin jetzt gerade so fasziniert von den ganzen Sachen, die ich hier noch finden kann. Ich habe hier auch keine Uhr, glaube ich. Also ich kann hier ewig rumtorkeln, ne? Kiste. Oh, hier bleiben. Blaue Tapete. Und noch eine Kiste. Mit blühender Laternenmast. Aber sonst ist hier nichts. Wie komme ich hier wieder zurück eigentlich? Geht das einfach genauso? Okay. Raupe, Fülle. Ist das eine Blume, die ich haben kann? Nee, ne, die kann ich nicht ausbuddeln. Nee, leider nicht. Das wäre es natürlich auch eine ganze Folge lang. Oh. Kann ich da rein? Lol. Das sah aus wie eine dieser Höhlen, die man betreten kann. Okay. Das ist süß. Was ist hier? Einfach nur so ein Immerlinghaus, ja? Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Vielleicht kommt dann irgendwann mal dort einer hin, wenn da irgendeine Quest ist oder sowas. Nee. Erstmal die Kiste. Klimper, klimper. Warte, dann mach mal. Moment, du kannst mich sehen? Okay. Haben wir noch gleich ein Kind noch zusätzlich? Ich wusste gar nicht, dass hier in der Welt auch schon so viele sind, die man finden kann. Ich habe gedacht, weil halt da stand in... Ich glaube, es stand sogar da in den verschiedenen Welten, könnte man die finden. Deswegen habe ich halt eigentlich gedacht. Ist nichts, ne? Nee. Dass sie gar nicht hier selber sind. Okay, die hat man schon. Laus, Reichlichkeit. Ah. Du bist so schön bunt. Ich hatte mal, glaube ich, auch noch nicht, oder? Larve gleichmütig. Ja, der hängt dort wieder so am Abgrund, den kriege ich doch wieder nicht. Und den hier? Ja. Sobald die Fliegen ein bisschen höher sind oder sonst was, kriegt man die halt so kacke. Eine Kiste. Dankeschön. Hier brennt sogar Feuer, also Kamin oder sowas. So, hier. Oh, lass mich mal gucken. Oh. Ich glaube, das ist wieder ein Seed. 16 tröstend, 12 üppig, glaube ich, ist das, ne? Wartet mal, ich tappe mal aus dem Spiel. Und dann gucken wir mal schnell, was das für ein Seed ist. Wir sind Seed und das ist unser Gebiet. Lush Tranquil Abundant. Das ist von Nature. Von dem... Wozu brauchen wir den? Das ist ja mega komisch. Von dem, was wir quasi als Ursprungsinsel bekommen haben. Das ist wohl, wenn ich mich richtig belesen habe zumindest... Heißt das Nature. Deswegen haben wir dort auch für diese ganz vielen Essenzen bekommen. Oh, vielleicht noch eins. Ich möchte das Buch lesen hier.
Perfekte Welten sind der Schlüssel. Deine Belohnung wartet. Oh nein, ich hätte gleich mehr kaufen sollen. Von dem einen Typi. Menno. Müssen wir uns merken, dass wir diesen Pfad außenrum bei der Insel lang gehen müssen. Und ist nix, ne? Ne, glaub nicht. Okay, da können wir hochgehen. Aber... keine fiesen Verstecke, oder? Warte mal, ist die Stadt? Dorthin ist noch so ein Häuschen. Wartet mal. Ich bin ja jetzt bei diesem Riesenfelsen. Ist die Stadt da unten drunter? Ja, hier ist der Kopf. Und hier sind Fischis. Und da ist die Stadt. Okay. Versuche mich gerade nur so ein bisschen zu orientieren. Und dort hinten ist noch ein Haus. Da kriegen wir bestimmt auch noch per Kiste was geschenkt. Oh, hier können wir auch angeln. Aber hier dahinter ist nichts, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay, versuchen wir mal, wir alter Angelmeister. Eismonsterhut. Aha. Da sind manchmal so richtig schräge Sachen dabei. Ich hätte es irgendwie cooler, also so random Hüte zwischendurch ist schon niedlich, aber ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn es so Sachen gewesen wären, die halt vielleicht passend für die Berufe gewesen wären. Oder passend für Charaktere, wisst ihr? Und dann ist dort eine Kiste und dort ist eine Höhle. Gehen erstmal zu der Kiste. Oha. Und dann hätte man das halt auch bewusst zuordnen müssen, wisst ihr? Hi. Hast du ein bisschen Schrott für mich? Mülling. Anscheinend nicht. Du willst nicht tauschen? Danke, brauchst du noch was von mir? Nein. Okay, also tauschen die, wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, innerhalb ihres Gebiets? Deswegen konnte ich dem Farmtypen Farmsachen verscherbeln. Und Bäume und sowas alles. Oder? Verstehe ich das richtig? Okay, ich glaube, mehr hat er hier erstmal nicht. So, wartet, jetzt war hier unten, aber irgendwo. Das sind Wassermelonen, aber die platzen doch. Ja, das ist auch der Wassermelonentyp. Ah, hier. Kann ich hier rein? Nee. Ist auch wieder nur so ein... ihr habt's gesehen. Okay. Dann kann ich mit dem Fischer bestimmt Fische tauschen. Boah, da müsste man mal gucken, was das Effektivste ist. Ja, mit dir kann ich bestimmt Früchte tauschen, oder? Ja. Wenn ich dir jetzt hier von dem Buschei 4 gebe, was sagst du denn dazu? 20! Ja, wir machen es mal. Aber mehr will ich nicht. Und da wäre es jetzt ja voll, ja, das coole Industrieprojekt quasi. Wenn man jetzt sagen würde, okay, die Immerkinder stelle ich jetzt an,
Das hier auf meiner Insel, ich habe jetzt rausgekriegt, was für sich diese Nüsse oder sowas sind, das, was am meisten bringt, weil es 4 pro Stück sind oder so. Und dann stelle ich die jetzt ein und die sammeln das bei mir auf meiner fertigen Insel. Und dann, man müsste halt gucken, wie bezahlt man die oder... Oh, da ist auch irgendwas da drüben. Warte mal. Das müsste dann natürlich auch noch irgendeine Währung haben. Warum habe ich denn das nicht gesehen, als ich da drüben war? Oh nein, achso, es geht gerade so noch. So. Ach, das ist eine andere Insel. Das ist gar nicht die, auf der ich war. Okay. Yep. Nein! Kann ich das irgendwie machen, dass mein Schirm länger fliegt oder so? Oder muss ich von weiter oben springen vielleicht? Dass man das von hier... Noch ein Immerkind. Hallo! Ja gut. Und ein bisschen was aus der Kischt. Ah, hier wäre auch ein Weg nach oben gewesen. Okay, so viel dazu. Kleiner Raupenmatz, komm her, Larve, friedlich. Euch kriege ich doch gar nicht da drüben, oder? Doch, habe ich. Aber den hatte ich offensichtlich schon. Uiuiui, nicht so weit. Okay, hier oben ist nix. Dann... Da hinten ums Eck auch nicht, oder? Lass mir nochmal gucken. Hier kommen wir auch nicht mehr zurück, theoretisch. Also da sollte auch nicht wirklich viel sein. Ah je. Okay, wir müssen bestimmt auch wieder von hier oben springen. Ich sehe nichts. Um... Oder zumindest von hier... um den Weg zurückzuschaffen, oder? Oh Gott, bitte. Ah ja, der sieht ein bisschen besser aus. Eine kleine, dicke Raupe. Raupe gleichmütig und friedlich. So. Das wäre cool gewesen, wenn hier oben jetzt auch noch was wäre. Ach je. Oh Leute, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Folge lang auf der Immerling-Insel verbracht. Was ja aber auch nicht so dramatisch ist. Weil dadurch haben wir gesehen, dass wir hier handeln können. Ich würde... Achso, wir haben ja noch nicht dafür. Ich würde sagen, ich würde hier die Essenz kaufen, aber so viel dazu. Ah, dann könnte man nämlich gucken. Hier, die haben wir gar nicht. Die haben wir nur einmal und so weiter und so fort. Oder es wäre halt auch cool, wenn man Essenzen verkaufen könnte. Naja. Wie dem auch sei, liebe Leute. Zurück. Hierhin. Und bevor wir weitermachen, denn ich würde jetzt gern... Ah, die Nacht bricht schon herein. Ich würde gern zum Stein gehen. Und... ihm etwas Schickes vorsingen, so wie die Quest es besagt. Dafür bleiben wir mal hier stehen. Ich speichere das ab. Und wir ziehen jetzt mal nicht durch hier bis fast 40 Minuten, liebe Leute. Das macht, das haut meinen ganzen Vorplanungskram durcheinander, weil ihr wisst, wir nehmen die Folgen auf für die Vorplanung, damit wir da für den Hausbau und den Gartenausbau entsprechend die Zeit haben. Und das findet jetzt auch gerade immer noch statt. Auch wenn ihr die Folge jetzt hier im Mai oder vielleicht sogar schon im Juni seht, aufnehmen tue ich sie ja gerade im Februar, 17.02. ist es. Ja, das ist die Vorarbeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.